Hallo Leute, willkommen bei Medieval Dynasty. Dies ist Teil 52. Ja, der Winter ist gekommen über Nacht. Und jetzt begrüße ich erst noch hier meine Familie. Hallo, wie geht's euch denn so? Ja, alles klar bei euch? Ich habe euch hier schon ein Feuer gemacht, damit ihr es nicht so kalt habt. Ja, und ich glaube, unser süßer kleiner Rico hat heute Geburtstag. Gucken wir mal. Emmerich 1. Ja, prima. Noch ein Jahr und dann kann er rumlaufen. Das ist doch gut. Und dann kannst du auch wieder arbeiten, meine Liebe. Da freue ich mich schon drauf. Okay, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Na, das ist doch schön hier, wie der Schnee gefallen ist. Okay. Und unser Eckbert ist schon wieder fleißig am Werkeln. Sehr gut, so liebe ich das. Wunderbar. Ja, als erstes möchte ich jetzt das angefangene Lagerhaus fertig machen. Und dann möchte ich mich um das Thema Palisade kümmern. Denn, zuerst habe ich dieses kommende Update herbeigesehnt. Ich dachte, oh schön, Lampen und so. Ich glaube, wir haben gar nichts dabei. Ja, muss ich neues Rundholz holen. Oh, genau, da fällt mir ein. Denn das ist was mich etwas beunruhigt und darum bin ich ein bisschen durcheinander. Zuerst werde ich jetzt mal zwei Leute als Holzfäller anstellen für die alten Holzfällstationen. Ja, Jadwiga ist leider gar nicht gut beim Holzfällen. Tja, ob ich die vielleicht... Mal gucken. Jäger. Ludwika wäre etwas besser beim Holzfällen. Dann könnte Jadwiga als Jägerin arbeiten. Ich denke mal, das wäre ein sinnvoller Austausch. Also erstmal, Ludwika soll Holzfällerin werden. Und dann Jadwiga Jägerin. Okay. Und die Jagdhütte ist beschädigt. Schon wieder. Die ist ja ständig beschädigt. Da muss ich dann auch gleich nochmal hingehen. Holzschuppen 1. Oh, er ist auch beschädigt. Gut. So, Holzfäller. Jawohl. Ja, jetzt sieht man es hier auch. Auch beschädigt. Wunderbar. Nein, nicht wunderbar. Und dann kam Jadwiga in der Jagdhütte arbeiten. So, da sind mehrere. Holzschuppen 1 beschädigt, Grabungsschuppen 1 und Jagdhütte 1. Okay, dann weiß ich ja, was ich zuerst zu tun habe. So, die soll auch als Jäger arbeiten. Okay. Gut, und jetzt Bogna, kann die gut Holz fällen? Naja, gut ist übertrieben. Aber sie kann nicht so richtig gut. Dann soll die jetzt Holz fällen in dem anderen Holzfällerlager. Weil die Näherei habe ich ihr ja nur für vorübergehend gegeben. So. Holzschuppen 1. Genau. So. Der ist nicht beschädigt. Okay. Dann sollte ich mir ein paar Stroh mitnehmen. Denn bei den kaputten Sachen braucht man immer Stroh und Stöcke sammle ich unterwegs. So. Ja, zurück zu der Sache mit dem Update. Ich habe mich ja drauf gefreut, auf die Lampen und so weiter. Und war schon ganz ungeduldig, habe immer geguckt, wann es endlich soweit ist. Und jetzt bin ich inzwischen ganz froh, dass es noch nicht soweit ist. Ich warte immer noch auf das Update.
Ihr wisst vielleicht schon, wann das Update kommt. Vielleicht dauert das ja auch noch eine Weile. Wäre gut für mich. Oh, 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 hier ist auch alles kaputt. Haben wir Stöcke? So. Ja, nehmen wir mal so viele Stöcke mit, wie hier geht. Ja, so. Und jetzt machen wir trotz allem erst eine gründliche Reparaturrunde. Uiuiuiuiuiui. Hier bei diesen Gebäuden, wo niemand arbeitet, sieht man das auch nicht im Menü, weil da keiner arbeitet. Da steht dann kein Arbeiter. Ja, und diese Events machen mir doch etwas Sorgen, die es mit dem nächsten Update geben soll. Und das Beispiel eben ein Angriff von 20 Wölfen. Und dann kommt es drauf an, wie gut man sich schlägt als Dorfchef. Und da ist mir schon klar geworden, das graust mich ganz arg. Ich möchte eigentlich nicht, sagen wir mal, freihändig 20 Wölfe allein mit dem Bogen. Oder ich sammle hier noch ein paar Stöcke unterwegs, weil ich werde noch viele Stöcke brauchen. Werde ich nicht alleine so viele Wölfe erschlagen können. Das geht irgendwie ganz und gar nicht. Selbst wenn ich übe, was ich muss. Aber ich dachte mir, eine Palisade sollte ich nicht nur in Erwägung ziehen, sondern so schnell wie möglich bauen. Und möglichst weit damit kommen, bevor das Update kommt. Denn vielleicht habe ich ja auch Glück und es kommt erstmal ein harmloses Event. Aber vielleicht haben wir Pech. Und das könnte ja unser ganzes Dorf ruinieren. So ein Überfall. Nun ja. Und darum möchte ich jetzt so schnell wie möglich die Palisade bauen. Und Geld für die Steuern müssen wir auch verdienen. Der ist heile. Die Palisade wird ja auch allein 1000 Gold kosten, um die freizuschalten. Und dann ist der Nachteil von so Palisaden ja, dass man da Öffnungen braucht, damit man überhaupt rein und raus kann. Und es ist natürlich schon besser, man könnte sich dann ja so an die Öffnung stellen und von dort aus die dann einzeln bekämpfen oder so. Aber ich habe von einem Verfahren gehört oder gelesen. So, hier oben, ach, das kriegen wir auch so hin, gut. Wenn man praktisch zwei Reihen hat, mit Eingängen, also zwei Reihen Zaun hat und dann Eingang hat, jeweils an der gleichen Stelle, macht dann zwischen diese beiden Reihen noch eine Wand, die sozusagen diese Durchgänge blockiert, wie so eine Art Schleuse fast. Da können dann die wilden Tiere nicht durch. Allerdings können auch die Mitarbeiter nicht durch. Das ist also nichts als Dauerlösung. Aber wenn dann gerade so ein Angriff bevorsteht, könnte man mit so einem zweireihigen Dings das Ganze so dicht machen, dass man trotzdem noch raus und rein gehen kann. So, und jetzt holen wir mal Rundhölzer. Da sollte ich hier jetzt noch einstellen, dass die nur Rundhölzer produzieren. So, also meine Idee ist, dass ich eventuell was Zweireihiges mache. Das ist das eine. Und jetzt gucke ich erstmal hier. Die ist natürlich nicht so gut, die Ludwika, aber es könnte schlimmer sein. Und jetzt lasse ich die nur Rundhölzer produzieren. Denn für die Palisade werde ich endlos viele Rundhölzer brauchen. So, hoffentlich wird die bald besser. Und hier, den habe ich doch gerade repariert. Naja, das wird sich gleich
aktualisieren, nehme ich an. So. Gut. Und jetzt gucken wir hier noch bei dem neuen Holzschuppen. Da habe ich das ja gemischt eingestellt. Gut. Ja. Und ich hoffe, dass ich da nicht selber allzu viele Bäume schlagen muss. Da hätte ich nämlich gar keine Lust drauf. Na, ich gehe hier mal in einen anderen Modus. Und was ich auch dachte, weil man das... die Palisade muss ja riesig sein. Ich denke mal, die muss vor allem vor Denika schützen. Also hier, von hier könnten vielleicht Wölfe kommen und auch von hier oben. Also es müsste irgendwie vielleicht hier losgehen. Vielleicht nicht ganz so weit. Sagen wir mal hier vielleicht. So. So. Und dann hier rum. So. Und bis dahinter. Und eigentlich würde ich gerne nach da hinten noch ein bisschen verlängern, weil ich möchte ja gerne noch einen Schaf- und Ziegenstall hier unterbringen. Also bis hier. Dann hier wieder runter. Und die Felder... Ja, da müsste wenigstens ein normaler Zaun hin. Mal gucken. Ich weiß auch nicht genau, wie das dann läuft, wenn die kommen. Und überhaupt, wie es mit dem Wasser ist, weiß ich auch nicht. Und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall brauchen wir eine Riesenpalisade. Und da brauchen wir so viel Rundholz. Und ich muss so viel arbeiten, dass ich mir überlegt habe, ob ich erstmal einen einfachen Zaun drumherum ziehe als Außenzaun. Also einen Stockzaun. Und dann, wenn der da ist, dann fange ich an, so 2 Meter weiter innen oder 3 Meter weiter innen die Palisade zu bauen. Und ich weiß nicht genau, ob die Stockzäune die Tiere abhalten. Habe ich keine Ahnung. Aber auf dem Weg nach Denika... Oh, jetzt sind wir zu schwer. Das hat keinen Zweck. Auf dem Weg nach Denika sind ja an mehreren Stellen solche Stockzäune. Und ich habe schon den Eindruck, dass die... So. Das Stroh lassen wir auch mal hier. Das brauchen wir nicht mehr. Okay, ob es jetzt geht? Ja, das müsste jetzt gehen. Dass die vielleicht schon das Wild abhalten. Bestimmt nicht so gut wie eine Palisade, aber das wäre vielleicht schon mal ein leichter Schutz. Keine Ahnung. Also das ist was, wo ich jetzt sozusagen auf Risiko gehe, dass ich erstmal rundrum einen Stockzaun mache. Und erst dann die Palisade. Hier so an den kritischen Stellen werde ich wahrscheinlich schon früh eine Teilpalisade machen. So. Und hier. Gut. Und hier brauchen wir jetzt viele Bretter. Brett, Brett. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt, wie viele Bretter wir haben. Aber das werde ich gleich sehen. Das hier mache ich jetzt natürlich erstmal fertig. Hier drinnen brauchen wir noch 4 Rundhölzer. 4 Rundhölzer und... Habe ich gezählt? Nein, habe ich nicht gezählt. Jeweils 6 Bretter. 6 mal 6 sind 36. Gut, das wären dann 18 Rundhölzer, wenn ich die machen muss. Das ist natürlich heftig. Also das machen wir jetzt erstmal fertig. Dann werde ich wohl auch erstmal die Stöcke wieder in die Truhe legen. Das macht ja keinen Sinn, die mit rumzuschleppen. So. 4 Rundhölzer. Ah ja, 17 Bretter. Gut. Nehmen wir erstmal die Bretter mit
Und dann noch 4 Rundhölzer. Ja. Und dann nehmen wir Rundhölzer mit zum Bretter produzieren. Ja, möglicherweise ist die Idee völlig blödsinnig, einen dünnen Stockzaun zu machen. Einfach vergeudete Zeit. Aber vielleicht ist es auch eine gute Idee, die ermöglicht, dass man schon schneller wenigstens einen Gewissensschutz hat. Oh, wir brauchen weniger, als ich dachte, weil das waren jetzt nur 2. Gut, hier brauchen wir 1. 7. 13. Okay. Ah, er hat auch hier gearbeitet. Das ist doch prima. Super. Kontrolliere ich nachher mal, ob er fertig ist. Denn dann kann er ja den Rest des Winters in der Scheune verbringen. So, 7 Rundhölzer. So. Ich meine, jetzt ist auch Winter, da wird dann auch mehr Rundholz verbraucht, also mehr Brennholz meine ich. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. So. So. Es ist natürlich ein gigantisches Vorhaben, so eine Palisade. Ich denke mal, bei normalem Tempo wäre ich da 2 Jahre mit beschäftigt. Darum, weil das so lange dauert, möchte ich halt gerne schon mal wenigstens ein bisschen Zaun haben. Tja, und wenn die Tiere dann da einfach durchrennen, dann weiß ich, dass es dumm war. Ich habe da leider auch keine Info zu gefunden. Und irgendwie habe ich auch keine Lust verspürt, mal gezielt ein Wildschwein zu locken, um zu sehen, ob das Wildschwein von diesen kleinen Zäunen aufgehalten wird. So. Jetzt ist der Hammer kaputt. Man hat es aber auch nicht leicht. Den werde ich aber sowieso gleich brauchen. Den neuen Hammer. So. Ich hoffe, hier ist genug Material. Ja, sieht gut aus. Und ich glaube, man braucht nur einen Stock. So. Jawohl. Dann hole ich mir auch gleich noch die Stöcke aus dem Lagerplatz und fange gleich mal an damit. So. Ja, und nebenbei muss ich dann auch noch ordentlich Geld verdienen. Mal gucken, wie viel jetzt an Miete ansteht. 1320. Und ich habe 2758. Davon gehen aber über 1000 ab für diese Baupläne. Und dann kommt noch Steuer dazu. Das ist jetzt für bisher. Da kommt dann noch ein Quartal dazu. Also wahrscheinlich nochmal 400-500 kommen dazu. Also muss ich auch noch Geld verdienen. Vielleicht kann ich noch mal nachts Suppe kaufen oder so. So, ein Brett werde ich zu viel haben. Das lasse ich hier. Und dafür nehme ich jetzt die Stöcke mit. So. Wie viel Brennholz haben die?
116. Ja, das müsste aktuell erstmal reichen. Das muss ich dann natürlich im Auge behalten. Denn wir haben jetzt ja wirklich viele Leute. So viel hatten wir noch nie. Und das ist dann schon irgendwie eine andere Sache mit dem Brennholz. So, der Vorteil ist, dass wir halt auch viele Leute haben, die als Holzfäller arbeiten können. So, jawohl, wir haben ein neues Ressourcenlager. Das ist doch schick. Gut. Ja, dann fangen wir gleich mal mit dem Außenzaun an. Erstmal muss ich Pläne kaufen. Technologie. Ist das beim Bauen? Ich glaube ja. Und zwar dachte ich an diesen Zaun. Denn der andere Zaun, der braucht einfach so viel Stöcke, das schaffe ich nicht. Dann kann ich gleich die Palisade machen. Sondern ich dachte an diesen Zaun, weil der meines Wissens weniger Stöcke braucht. Das werde ich natürlich dann auch gleich sehen. So. Und für die Palisade nehmen wir natürlich die offizielle Palisade. Das kostet jetzt 1000. Ein armer Schlucker. Sind wir jetzt wieder. Okay. Und hier, tja, das ist jetzt die Frage, wie möchte ich das machen? Also die innere Palisade, die sollte natürlich hier um unseren Garten außen rumgehen, ganz klar. Und die große Taverne, die Dreier-Taverne, die will ich dann, und auch wenn ich eine Zweier-Taverne bauen sollte, will ich die hier hinten hinbauen, damit man dann vorne einen Outdoor-Platz zum Sitzen hat, weil die neuen Tavernen sind dann ja zu. Und ich hatte schon überlegt, ob ich vielleicht hier noch Häuser hinsetzen will. Also vielleicht hier die äußere Palisade mache. Dann wären diese Bäume sogar noch drinnen. Oder nee, hier die innere Palisade. Im Prinzip ja so, dass die Felder auch noch von Palisade geschützt werden können. Was einerseits natürlich ein bisschen übertrieben ist, andererseits ach, ich gehe gerade mal was trinken. So. Ach, das ist aber sehr erfrischend. Gut. Andererseits macht es ja hier jetzt auch nicht viel Sinn, dann die Palisade den Weg entlang zu machen und die Felder auszusperren. Und es ist die Frage, ob die Tiere durchs Wasser kommen oder nicht. Keine Ahnung. Naja. Also tendenziell würde das die Palisade, oder sagen wir mal der Außenzaun, würde hier lang führen. So. Das ist dann schon ein gigantisches Areal. Ja, und hier anfangen. Ja, das ist aber ganz schön weit weg vom Dorf. Nee, dann muss ich das mehr so im Bogen machen. Also, sagen wir mal hier anfangen. So. Ja, und dann hier irgendwie so zwischen den Bäumen durch. Schräg, rund. Okay, gucken wir mal. Zaun. Dieser hier.
Und die Wege, die bleiben natürlich offen, beziehungsweise da würde ich dann eben so eine Schleuse machen, wenn es mal... Oh, hier wo Wege sind, kann man keine Schleuse machen. Die Wege sind tabu. Okay, also das Schleusenprinzip funktioniert nicht da, wo Wege sind. Das heißt, da kann man sowieso keine Palisade machen. Da müsste man sich dort also sozusagen auf die Lauer stellen. Das ist ja blöd. So. Vielleicht werde ich auch erstmal hier nur dieses den besonders gefährdeten Bereich mit diesem einfachen Stockzaun machen. Nämlich von oben kommend, der Bereich. So. Und jetzt gucke ich mal, wie viele Stöcke man überhaupt braucht. So, Rechtsklick, Q. Nein, Hammer. Ja. 5 Stöcke. Bei dem anderen ist es, glaube ich, 11 Stöcke. So. Ich meine, Hasen können da durch. Aber ein Wolf würde vielleicht schon ein bisschen stutzen. Würde sich fragen, wie soll ich denn hier durch? Keine Ahnung. So. Ich meine, der kommt da natürlich schon unten durch oder in der Mitte durch, aber er wird vielleicht ein bisschen aufgehalten oder so. Und wie die Medieval Dynasty Wölfe hier drauf reagieren, das bleibt abzuwarten. So, und auf jeden Fall kann man dort, wo ich eine Öffnung lasse, in Richtung Jägerhütte und Holzfällerhütte, da kann man dann so eine Schleuse hinbauen. So. Ja, großzügig abgesteckt, aber ich meine, da würde ich dann hier auch Platz lassen. Also hier würde ich dann vielleicht die Palisade machen. Ja, und jetzt sehe ich auch, wie schief das neue Lagerhaus steht. Tja, das habe ich schlecht erkennen können, als ich es platziert habe. Nun gut. Wahrscheinlich habe ich das jetzt hier alles etwas zu großzügig geplant. Da muss ich halt viele Stöcke sammeln. So. Jetzt führen wir den Zaun mal weiter. So. Irgendwann werden meine Stöcke nicht mehr reichen. Aber vielleicht kann ich es ja bis hierhin führen und dann mache ich hier den Durchgang. Es gibt Hindernisse. Ne, jetzt ist ja auch gut. Fürs Erste. Ich denke mal, da kann ich schon ganz froh sein. Ja, sie kann da natürlich jetzt noch durchgehen. Und vielleicht sollte ich dann auch schon die ersten Rundhölzer für die Palisade setzen. Jetzt verbrauche ich hier erstmal die Stöcke. Wow, ein neues Crafting-Level. Gucken wir gleich mal. So, was brauchen wir? Am besten einen haltbareren Hammer, obwohl das mit dem Koch wäre auch nicht schlecht. Gucken wir mal. Handwerker ist
schnellere Herstellung. Aus- und Abstufung von Hausmodulen. Da frage ich mich, was wird der nächste Level sein? Also hier kann man ja mehrere Level kriegen. Und ja, was für Möglichkeiten hat man? Wahrscheinlich kommen die dann erst später ins Spiel. Koch ist klar. Im Zweifelsfall nehme ich das. Schmied. Eisenobjekte, Schneider, Bäcker. Und das kann ich noch nicht. Oh, weniger Ausdauerverbrauch beim Bauen. Das wäre toll, aber dann muss ich erst hier was mehr holen. Tja. Will ich lieber Schmied? Oder lieber Schneider? Ich glaube, ich werde öfters als Schmied tätig sein. Und dann holen wir das nächste Mal Baumeister oder Bauarbeiter. Die wären ja beide gut. Okay, also. Ich werde nach wie vor erschöpft sein. Ich bin mal gespannt, ob dieser kleine Stockzaun irgendwas bringt. So, das wär's dann fürs Erste. Und jetzt hole ich mir noch Rundhölzer. Das heißt, ich gucke erstmal, was ich für diese Palisade brauche. Palisade. Ach, da braucht man auch Stöcke. Okay, zum Anzeichnen braucht man da wohl Stöcke. Gut, dann sammle ich jetzt ein paar Stöcke. Und dann zeichne ich auch noch Palisade an. Und dann fangen wir wenigstens schon mal an mit der Palisade. So, ich denke mal, ich kann auch ein bisschen Licht gebrauchen. So. Am schicksten finde ich ja so eine Palisade. Wenn man dann innen noch eine Steinmauer macht, das habe ich mal gesehen bei jemand. Und weil dann kann man sich auf dieses Steinmäuerchen stellen und mit einem Bogen über die Palisade ankommende Wölfe und so attackieren. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Und dann bräuchte man natürlich noch Tore, damit die nicht alle offen sind. Die wird es bestimmt auch geben, Tore. Sonst macht so eine Palisade ja nur halb so viel Sinn. Also sie bringt schon was, dass sie halt nicht von allen Seiten kommen können. Aber ja, mit Tor wäre besser. Und die Tore so, dass die Dorfbewohner da durchkommen und andere eben nicht. So, jetzt. Wie schepp dieses Lager steht. Naja, irgendwann baue ich Lager 3 und wenn ich dann genug Material habe, wandle ich entweder dieses hier auch in Lager 3 um. Oder ich baue dann woanders ein Lager 3. So. Wenn ich hier jetzt gar keine Schleuse machen kann, dann kann ich ja eigentlich die Palisade hier schon bauen. So. Weil dann brauchen wir nicht so viel Zwischenraum zwischen dem kleinen Zaun. So. Eieieiei. Palisade. Ah, gut.
soll ja auch noch durchkommen. Also hier, gut, fangen wir mal hier an. Oh! Okay, filmen wir die mal weitgehend parallel. Und hier hört es dann auf, ja. Gehen wir ein Stück zurück. Da können wir dann ja eine Schleuse bauen. Und auf Dauer würde ich das dann auch so machen, dass ich den Schleusenbereich aus reinen Palisaden mache. Dann ist das auf jeden Fall auch, ja, sagen wir mal, sicher. Boah, cool. So. Stöcke alle? Nee. So, mal ein bisschen von weiter weg gucken, ob das so passt. Na toll. Es ist immer so, so eine Sache, wenn man bei dieser Art von Platzierung von einem anderen Blickwinkel gucken will, dann verschiebt sich das auch gleich. So. So. Es ist dann... Ja, hier alles noch nicht mal, nicht andeutungsweise die Hälfte der Gesamtpalisade. Und das ist schon ein Riesending. Jetzt holen wir hier noch ein paar Stöckchen. Also Rundhölzer. Ach, die kann man jetzt ja hier holen. Das macht die Arbeit etwas leichter. So. Ja, immerhin ist es wieder mehr geworden. So. Ne, eins noch. Weil mit 12 kann man wenigstens 2 Abschnitte bauen. So. Gut. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. So. Ja. Der Anfang ist auf jeden Fall schon mal gemacht. Und ich denke mal, wenn wir hier obenrum einen Schutz haben, ist schon viel gewonnen. Und natürlich brauchen wir hier runter dann auch bis zum Wasser und... Ja. Und es ist schon die Frage, bringt dieser Außenzaun irgendwelche Vorteile? Wird sich zeigen. Ich meine, im Zweifelsfall kann das schon hilfreich sein, wenn der die aufhält, auch dass man ein zweistufiges Verteidigungssystem hat. Nun gut, ich werde jetzt wohl noch ein paar von diesen Palisaden-Dingern hinkloppen über Nacht und Stöcke sammeln und an dem anderen weiterarbeiten. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und ich denke mal... Ja, wieder vorwiegend Palisadenbau. Vielleicht auch Suppe kochen und verkaufen. Na, das mache ich dann vielleicht in der Nacht drauf. Suppe kochen und verkaufen. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.